So, Freunde, herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich stehe direkt vom nächsten Wohngebäude irgendwo in Belgien. Ja, das heißt es jetzt zu erkunden. Auf geht's. Oh. Gar nicht mal so einfach hier reinzukommen. Okay, die Decke ist schon ganz schön durch. Aber noch gut eingerichtet, so wie es aussieht. Krass, Freunde, wir befinden uns jetzt im ersten Raum. Komplett eingerichtet. Steht noch Teller, Besteck, alles auf dem Tisch. Hier geht's weiter. Da hinten noch. Aber die Decke müssen wir höllisch aufpassen. Aber sieht schon vielversprechend aus. Okay Leute, hier geht's in den nächsten Raum und das ist, was ich gerade gemeint habe. Hier ist die komplette Decke runtergekommen. Scheiße. Hier sind auf jeden Fall noch alte Bilder. Krass. Mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Essensbereich. Hier noch ein paar Taschenbücher. Sieht schon geil aus hier, die Bude. Hier der komplette Wohnzimmerbereich. Oh, noch alles drin. Wahnsinn. Hier muss man echt aufpassen, wo man hergeht. Ich bin schon hier im nächsten Raum. Das war mal das ehemalige Schlafzimmer. Hier liegt so viel Kram noch rum. Noch alles Klamotten in den Schränken. Hier alles Klamottenpapiere auf dem Boden verteilt. Aber halt auch extrem einsturzgefährdet. Hier noch so ein alter Ofen. Ist schon krass hier. Ich hätte gerne mal eure Meinung zu dieser Location in die Kommentare. Wahnsinn. So, meine Lieben, jetzt bin ich im nächsten Raum wieder angekommen. Ist halt auch der Boden schon komplett durch. Und hier, die Decke kam schon runter, die wird hier gestützt. Das ist der Bereich. Nee, das ist ein anderer Bereich. Hier kam auch die Decke runter. Hier vorne steht noch ein alter Herd. Und hier wieder so eine gruselige Puppe. Alter, wir haben es heute mit Puppen. Und hier geht es noch eine Etage nach oben. Ich werde mal kurz einen kleinen Blick nach oben werfen, Leute. Die Frage ist, was sich hier oben noch befindet. Hier noch ein großer Tisch und hier noch so eine Art Schlafzimmer. Aber ich werde hier nicht weitergehen. Schaut euch mal hier den Boden an. Das Ding hier ist komplett durch. Vielleicht finden wir noch einen Keller. Jetzt geht es erstmal wieder die Treppe nach unten. Okay, wir befinden uns jetzt wieder unten.
Chris meint, hier wäre noch irgendwo ein Keller. Was weißt du, wo der Keller sein soll? Was? Weißt du, wo der Keller sein soll? Wahrscheinlich. Auf der Seite, wo der gerade die Decke eingekracht ist. Dann gucken wir doch mal. Ja, hier ist eine offene Tür. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Ja, das ist, ich sehe das. Lebensgefährlich hier. Wer weiß, wie lange das Gebäude schon leer steht. Okay, Freunde, ich habe den Keller gefunden. Alles Einmachgläser. Ich höre den Chris über mir herlaufen. Jetzt geht's erstmal runter in den Keller. Und hoffentlich auch wieder raus. Ach du Shit. Was ist denn das hier? Überall kleine Holzstücke gelagert. Und jede Menge Umzugskartons. Aber das war's auch schon mit dem Keller. Gehen wir mal wieder nach oben. Naja, der Keller lohnt sich nicht wirklich. Holz, Umzugskartons. Der ist echt geil. Bist du oben weitergegangen? Nur ins Schlafzimmer rein kurz, bis über den Türrahmen. Ja, nicht. Ja, wie ihr seht, Leute, eine richtige Zeitkapsel. Wahnsinn. Ich begebe mich jetzt mal zurück zur Küche. Mal schauen, was wir da noch entdecken. Hier haben wir noch so einen alten Ofen. Den habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen. Schaut mal hier, noch alte Bilder und Briefe. Hier auch noch teilweise Klamotten in den Schränken. Jede Menge Zeitungsartikel auf dem Boden. Wahnsinn. Aber leider auch schon wieder Schipp. Aber kein Wunder. Bei der Feuchtigkeit, die im Gemäuer steckt. Angekommen, der ehemaligen Küche. Hier sind richtig coolen alten Ofen. Hier noch eine alte Weinflasche. Dieser Schrank ist auch noch komplett eingerichtet. Wahnsinn. Vorne noch alte Gewürze, so wie es aussieht. Okay, Freunde, das wieder rauskommen. Ja, stellt sich jetzt schwierig raus. Gegenüber von uns sitzen Leute in ihrem Garten. Die haben direkt einen Blick auf die Location. Ich eigentlich gerade wieder raus. Wir sind durch. Dem kleinen Gebäude. Ja, mal gucken, ob wir hier heil wieder wegkommen. Okay, wir werden es jetzt einfach warten. Und die versuchen rauszukommen. Da drüben
genau die Nachbarn. Okay, Leute, die sind draußen. Die Nachbarn haben uns entdeckt. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich weg. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich das Video beenden. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.